where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück bei mir hier. Wir spielen mal ein paar Squad Battles, los geht's. Ja, wie man ja gut erkennen kann, ich habe die Woche noch kein Spiel gemacht. Gut, es war jetzt auch seit gestern erst der Refresh. Und dann wagen wir uns einfach mal an 81er Team an, hört sich schon mal gut an. Los geht's. Bei der Aufstellung bin ich gerade noch ein bisschen mal überlegen, ob ich jetzt wirklich ein Upgrade von Selenair und von Richard machen muss. Ich habe jetzt noch zwei andere von den Rookies, beziehungsweise noch einen Rookie gemacht. Bei Brindam habe ich zumindest ein Upgrade reingemacht, den kriege ich dann 1:1 zurück. Von dem her schadet es mich nicht und von Crosby und Stützle warte ich, bis ich die Karte untauschbar ziehe. Da will ich jetzt auch nicht groß investieren. Schauen wir mal, wie die so drauf sind. Wie gesagt, gegen CPU-Spielen ist immer so, egal wie hoch der Wert vom Team eigentlich ist, ist immer, sagt immer so gar nichts aus. Zumal mich schon seit Jahrzehnten gefühlt gegen schlechtere Gegner schwerer tue als gegen höherwertige. Gucken, ob der erste Schuss da drin ist. Ah, gehalten, wow. Ganz normal auch hier so Krankheits-Squad-Battles. Erste Schuss ist drin. Sehr schön, Nico Vitai bringt uns von 1:0 voran. Wir wollen ins Eck fahren, oben gedreht und dann ganz klassisch ins Lange. Machst du alles frei? Auch Slavin hier mit Puck schneller als Selene, der ja der schnellsten Spieler im Spiel ist. Also der Klassiker, weil eben dieser Boost, weil es halt echt schlechte Karten sind, die dann halt geboostet werden dementsprechend. Brindamore. Volle Kontrollsteuerung auf Y. Wenn ich jetzt einen normalen Pass gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich dann bei dem Spieler, der davor stand, angekommen. Bei Richard. Deswegen da macht dann wirklich die Volle Kontrollsteuerung auch dann schon. Gerade wenn man eben da durchgewühlt, durch vielleicht noch an einem eigenen Mitspieler vorbei durch will. Auf jeden Fall ein Vorteil. Eigentlich kein Freund von Puck rausspielen, außer ins Squad bei uns eben. Ja, das ist mir das Fällige, dass man dann da die Scheibe in der Blauen verliert. Und dann ein 82er Günzel auf. Was davon läuft. Tick zu spät.
Das hat Selene gesehen, aber war ein Tick zu spät dran. Puck possession so critical in today's game and the official ready to drop the puck right here. Lichtlichen Squadball ist immer ganz normal Rückhand. Das ja egal, auch wenn man den Konter hier richtig setzen würde, ist immer schwer. Oder ist dazu, wenn ich Puck einen verlieren dürfte. Wo ist nicht faulen, das ist die Wiese. Erlaubt noch mit. Lundyke bleibt dann einfach stehen. Das können die eigenen Mitspieler auch mal gut, beziehungsweise die eigene CPU, den sie dann einfach dann beschließen. Nö, ich bleibe jetzt auch mal stehen. Der Druck ist da. Wie gesagt, ich merke den Druck bei, gerade bei Squadball jetzt immer bei der CPU mehr, als wenn ich es selber habe. Die CPU ist so gefühlt jeder Druck quasi im Gegentor. Across the line from center. Here's a chance, and it banks off a stick in traffic. Colorado's gonna play the puck from behind the cage. Across the line and on the attack. Carlson's going to play to the corner. Was sehe ich, aber ein Anspielbar. Was doch wieder ab in das Tor. Jetzt Crosby, langer Pfosten, lauf doch. Der drückt die Hüfte ab, aber er steht dann schneller wieder als unser Spieler, der den Check ausgeführt hat. So, wer ist dabei? Jetzt nur läuft. What a sequence. I mean, he has been outstanding making consecutive saves. I mean, his defense, they gotta start playing. The Rangers have it in the offensive end. Here's a shot. Makes a save. Ach, das ist so langsam. Dann gehen wir mit einer 2:0 Führung in die erste Pause. 7:4 Schüsse. Da kommt die CPU überraschend mit 82% eine geringe Passquote. Normal sind die immer so annähernd perfekt. Leisten sich wie ein Fehlpass. Aber wir haben auch nur 61%. Also das ist auch ziemlich mickrig. Da bin ich normal so im mittleren, hohen 70er Bereich. Marke und Stopper. Als gleich Shepard. Man merkt ja, wenn die CPU ein Tor schießen muss, dann ist es so. Da wird dann kein Puck mehr festgehalten vom Goalie. Die Poke-Checks sind sinnlos. Da ist dann wirklich nur weg mit dem Ding. Da klappt dann immer alles. Okay. Sieh, der normale würde da einfach rausfahren und würde einen Check zu setzen. Nein, die CPU macht da schön die Zone dicht. Und drückt mir dann noch an die Bande hin. Ja, oder Puck weg. Das ist echt nur den Verteidiger manuell vorm Tor steuern und eben gucken, dass man das sich im Weg reinstellt. Ja, Klassiker. Warum auch immer ich den Pass dann nicht spielen kann und genau die Spooner, die den Puck abnimmt, frage ich mich gerade. Oh, wirklich, aber gut. Also manchmal, man merkt einfach, wenn die CPU ein Tor schießen muss, dann muss sie das. Dann kann man auch nichts machen. Und auch die eigenen Spieler beschissen. Man kann trippen, Stock schlagen, checken.
Hydra-Prinzip immer irgendjemand ist immer da. Aber zum Glück gleich die Antwort von Gorbitai. Diesen dummen Check gemacht da, diesen dummen sollte hier das Tor, aber bist du da? Sehr schön, die Crosby auch genau jetzt den das hinteren Tor ausgenutzt. Hat es ein bisschen gedauert, bis der Dreiseite, glaube ich, war es, das gecheckt hat, was er machen soll. Ziemlich dann im Eck noch ein bisschen verzögert. Angezeigt. Crosby. Weiß nicht, da wo er stehen soll. Jetzt aber passt nach in das Tor. Ah, schade, kann mir durch zum Dreiseite. Aber zumindest stand er da, wo er hin soll. Abpeitschen können vor dem Tor. Das ist nicht faulen, das ist immer das, wenn das Trippen anfängt. Jetzt haben wir alle, ja, gut, okay, haben wir alle fünf mal gehabt. Seine Wolle zumindest abfälschen. Okay. Ja, oder so. Hauptsache aufs Tor, egal. Hauptsache aufs Tor und Hauptsache ins Tor, wie er dann genau reingeht. Muss es auch egal sein. Und den Tor angepasst. Ja, und dann kann der vom Schlittschuh, kein Goalie würde so aufrecht im Eck stehen, wenn der Pass dadurch sein, oder wenn der Spieler im Eck ist, aber gut. So mein Lieblingsergebnis, ich habe irgendwie immer 5-1 oder oft 5-1. Dann nochmal probiert, die Dolly anzupassen. Oder hier eigentlich kann die Spooner gar nicht an mir vorbeipassen, weil ich da halt voll stehe. Auch der Schuss kann normal nicht ankommen. Ah, faul, gut. Mal gucken noch. Schade, und ich glaube, ich krieg noch den Abteil noch zu fassen. Einer ist sinnvoll vom Tor, das heißt, wenn wir abbrechen versuchen, der sah noch besser aus, der winkt hier zumindest, Susha. Aber kann er nicht einfach entscheiden abfälschen. Das schaut nicht besser aus. Ist keiner vom Tor, wo es stehen sollte. Jetzt schaut es besser aus. Aber Michal ist halt auch einfach nicht der geborene Spieler, um Bux abzufälschen. Jetzt ist er der geborene Spieler, um vor das Tor zu ziehen. Den Druck mal gemerkt, aber dann machen wir so einen beschissenen Pass. Toll, das sind die Block. Jetzt haben wir mal freiere Sicht.
Arsenal versucht abzufälschen. Oder gleich Glückssituation, wenn wir das Face-Off gewinnen. Blöd. Wenn wir es gewinnen, das sage ich noch. Tavares ist natürlich schneller als Moonlake. Beide gerne jemand sein können. Einstellen. Ah, ich war das gar nicht, aber gut. Auch das mit den CPU-Strafen, ja, gut, gibt es auf beiden Seiten. Finde ich ein bisschen schwierig, ganz ehrlich. Dass dann meine eigenen Mitspieler noch Strafen ziehen. Ist toll, das ist richtig toll. Was mir läuft. Und dann der gefühlt zweite Schuss aufs Tor. Guck mal, wie viel der Schuss wirklich war. Ah, der 10. 22 zu 10 Schüsse. Da hat sich auch in der alten Formel nichts geändert, dass jeder dritte bis fünfte Schuss drin ist. Und dann hier auch wieder, warum bringen wir dann die schlechteste Reihe, die am plattesten ist, aufs Eis, statt dann einfach automatisch die richtige Reihe. Und kein Puck ist sicher bei unserem Goal. Wie gesagt, ich habe 84er Hellebug drin, also ist halt einfach kein Puck sicher, weil halt immer irgendwas rumprallt, auch aus dem dümmsten. Also wo ich sage, einfach mal einen Schläger drauf, einen Fanger drauf, nee, dann bounce der wild rum. Oh, Face-Off auch, goldener Blitzstart an, nicht mit einem 83er Gegenspieler. Hier, Nikodos, der ist kein Abfallen. Und so hat er jetzt schon wieder dreimal zwischen den eigenen Beinen hin und her bouncen lassen. Das hat goldener Blitzstart. Richtiger Konter. Monster Hits. Quick pass to Solani. The Rangers have a hold of it in the defensive zone. Colorado's got it now. Quick shot. Wo ist denn jemand? Dann stehen wir uns gegenseitig im Weg. Klassiker. Ja, Pokecheck, nur. Ist auch schneller. Er steht sogar ganz im Tor, bringt uns auch was. Also das ist sofort wieder Goalie Interference gewesen. Coverage is facing the puck and he gets lost in coverage in that slot.
third. The Rangers gain possession in their own end. Kane's got it on the offensive end. Puts it on net. Plus save. Well, these are the saves when you know that your goaltender is dialed in, James. The ability to get to the top of the crease and be square to the shooter, that's a great save. Ich chippe mal vollkommen ins Leere. Reverse hit. What a chance, but they can't connect. A chance! And that got caught up in traffic and goes off a stick. Picked up along the boards by Tuck. And a good use of the body to knock the puck loose. Moves it quickly over to Makar. Great chance and an even better save. Big save by the goaltender once again. And he loses control here. Dawes has it and freezes the play. Ein Job brauchen wir noch, Franz. Zu den vollen Punkten nix. Colorado's won the draw. Now let's see what they can do with it. Here's a chance. Oh, how did he get a good one? Then what a stop by Dawes. Colorado's been way more active here tonight on the ice, and they have certainly capitalized on their opportunities and continue to lead in the third. And with the two centers tangled up, the winner skates away with it. The Rangers have it. Fahren, klar, so nicht. Dran gewesen. So, unser Goalie hechtet sich halt nie so hin. Ne? Hier haben wir einen 79er, keine Ahnung, der sich hier um sein Leben hechtet. No room for that one to get through. The Ice Tigers move the puck in the defensive zone. Moves it around along the half wall. Lopetize is a true sniper, James, and he's already got two in the game, and you know he's looking for a third. Dishes it to Sabinajad. And that's poked away by Lowe. He carries the puck up along the wing. Oh, smart heads up play to poke that one away. Das ist dumme an die Bande hingedrückt, ja. Here's a chance. Oh, he got all of it. Also, ich drück da hinter und dann liegt der wieder quer, aber alle. Über alle in die ganze Linie verteilt. Bei uns haben wir nicht mehr froh, wenn er sich überhaupt bewegt und hier die Gegner-Goalies. Da kommt vor das Tor jemand, Leute. So der Reihe spielt zerfetzt das Netz. Snatches the puck with the two centermen locked up. Taken by McCall. Great use of the twig as he pokes that one away. And that shot dies in traffic. Und der kommt jetzt so geschissen rüber, verstehe ich ganz. Listen to this place, recognize all Strafe. Ja, mit voller Punktzahl war zu nichts mehr. Super Goalies und der Druck ist da, die Schüsse sind da. Aber keine volle Punktzahl. Mit nur 2000 paar zerquetschen. Das ist okay, wenn wir so lange dort sind, für ewig weit für Elite 1 dann noch. Aber da muss man unter Umständen ein Spiel mehr machen. Aber das ist so das typische, weil es ein typisches Squad-Battle-Spiel. Haben eigentlich 38 zu 14 Schüsse, 14 zu nicht mal 4 Minuten in Angriffszone. Die sind im Powerplay perfekt gewesen, okay, können wir uns auch ankreiden. CPU hat auch faul, haben wir nur einmal genutzt. Raiders ein bisschen mehr. Jetzt, wenn man jetzt noch die Passquote bedenkt, die man auf die ja vorher bei irgendwie paar 60% war,
sind wir jetzt bei 84. Das heißt, die haben in den letzten zwei Runden keinen Fieldpass mehr gespielt. Ja, klassische Squad Battles. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Sauber bleiben. Ciao. A little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Don't need no.